In Steinau ist ja schon im 14. Jahrhundert Wein angebaut worden. Seit dieser Zeit wird in Steinau mit einigen Unterbrechungen Wein angebaut. 2015 haben wir dann hier angefangen, haben den Zaun gemacht und dann alles hier angelegt. Als erstes musste ja ein Zaun gebaut werden und diese Stahlpfeile nennt man Stickel und musste Drähte gespannt werden. Und dazwischen wurden dann die Reben gepflanzt, 1 Meter Abstand. Und auch von einem Gang zum anderen ist 1,80 Meter, dass man das einigermaßen bearbeiten kann mit den Maschinen. Das Pflanzen war ja nachher das kleinere Übel. Die Vorarbeiten, die Drähte spannen und weil der Boden hier ja sehr hart ist, ist ja Kalkstein, muss man mit Bohrgeräten vorgehen. Die historischen Weinproben des Geschichtsvereins basieren auf sehr guten Dokumenten des Ernst Hartmann, der das dokumentiert hat als Heimatforscher. Und man liest sich natürlich viel an, aber das ganz Entscheidende ist für mich der Besuch von Winzern und aller 13 deutschen Weinanbaugebiete, auch international. Und einfach in den Kontakt zu kommen, in den Austausch zu kommen mit den Winzern, das ist eigentlich das größte Wissen, was man sich dann aneignen kann. Und so versucht man das dann zu vermitteln. Und ich denke, das ist uns auch gut gelungen in der Vergangenheit. Dass mit dieser Abteilung Weinbruderschaft eine Abteilung ins Leben gerufen wurde, die in Steinau den Weinanbau wiederbeleben will. Fast 10 ausverkauften Weinproben haben wir das Interesse der Steinauer an ihrer Geschichte und dem Wein wieder neu entfacht. Die Gründungsstunde der Weinbruderschaft war dann im Januar 2015. Weinbruderschaft 1670. Die Zahl berührt daher, weil die Ackerbauern damals zum ersten Mal aufständig wurden gegen ihren damaligen Herrn. Der hatte 1670 sein Vieh in die Weinberge getrieben und die verwüstet. Und da wurden die Bauern aufständig und haben erzielt, dass er abgesetzt wurde. Thank you.
Der fertige Wein wird unter den Weinbrüdern aufgeteilt. Und wenn ein Rest ist, der wird als Reserve behalten, wenn er mal in der Ehrung ist oder sonst was, dass die genommen werden. Aber sonst wird er ziemlich unter den Weinbrüdern aufgeteilt. Also ich will an ein homöopathisches Mittel aus drei verschiedenen Globuli-Einheiten, Sulfur, Annika und Acetonicum. Was es jetzt ist, weiß ich leider nicht, aber es bleibt was hängen.
Übrigens hat noch niemand hier Königs getrunken, von daher ist es auch für mich das Granat. Ja, in den Nasen hat auf jeden Fall schon leichte Fruchtaromen, welche weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ist er auch sehr mineralisch, hat ein paar grüne Noten. Ja, also ein bisschen was von hellen Früchten auf jeden Fall. Radieschen. Sehr lecker. Also der hat einen ganz nein. Säure- und Restzuckerverhältnis ist hier wirklich ganz, ganz toll. Also die Säure ist ganz geschmeidig. Hat dann das extrem Schmelz, erinnert so ein bisschen an Chardonnay, der in Holz ausgebaut ist. Restzucker, würde ich sagen, ist ja so ein bisschen feiner, eher halb trocken. Doch sehr lecker. Also hat so ein bisschen was Würziges, Muskatisches, auch gar nicht so viel Alkohol, also angenehmer Wein. Doch, sehr gut genug. Das Holzaroma kommt sehr schön raus, dadurch ist auch eine schöne Vanillennote mit drin. Und auch schön ist, Rotwein ist noch nicht so lange mein Favorite Wein, muss ich ja gestehen. Ich finde immer die Tannine sehr schwierig. Hier sind jetzt wirklich die Tannine ganz gut eingebaut, das heißt, es ist nicht so pelzig im Mund, es ist noch eine gute Säure vorhanden, was die Burgunderweine ja meistens eher weniger haben. Er ist schön trocken. Und extrem fruchtig. Also eigentlich genauso, wie man sich jetzt einen jungen Wein vorstellt. Ich denke, da muss auch schon betont werden, Regent als auch Phoenix sind ja sowieso relativ junge Rebsorten im deutschen Rebsortenspiegel, werden kaum angebaut. Und Regent sagt auch eher dazu, dass man es in frischen Wein trinkt und in jungen Jahren. Und so ist er auch gut ausgebaut. Also auch der Wein ist sehr lecker.